Ja, willkommen wieder bei Let's Showplay Minecraft. Wir sind hier wieder an der Minecart-Station am Berberdorf. Und wie versprochen, geht's jetzt nochmal in die Höhle rein. Auf der kleinen Insel. Ups. Da ist ja unter Umständen noch einiges zu entdecken. Jedenfalls ist mir so, als ob da noch unentdeckte Teile sind. Die wollen wir heute noch auskundschaften. Ich habe zwar Diamantschwert und Schaufel dabei, aber die sind schon ziemlich runter. Mal sehen, ob die reichen. Für den Fall der Fälle habe ich hier halt noch ein Eisenschwert und eine Eisenschaufel. Verpflegung, bisschen Holz, bisschen Kohle, Pfeile natürlich. Das sollte es soweit sein an Ausrüstung. Und wir nehmen jetzt nicht ein Boot rüber zur Insel, weil das wird ja sowieso weggeschubst oder zerdeppert von den Mobs. Ja, Rüstung habe ich mir auch gerade Hut und Schuhe neu gemacht, weil Wams, also Jacket, Oberteil und Hose schon ein bisschen runter sind. Dann werden wir mal schauen, was uns da so noch erwartet. Hier sind erfreulicherweise schon mal ein paar Kühe gespawnt. Das ist nett. Da hinten sind auch Schafe. Das ist auch so geplant auf der Insel hier. Ach so, eine Workbench habe ich gar nicht dabei. Die machen wir uns schnell. Und dann sind wir jetzt auch vollständig ausgerüstet. Dass wir also dann hier in die Höhle reinhüpfen können. So, dann sollen wir mal gucken, dass ich mich wieder erinnere, wo hier noch die unentdeckten Parts sind. Das war ja, glaube ich, ein bisschen abenteuerlich, dahin zu kommen. So ein bisschen Gravel habe ich hier auch dabei, damit ich mir hier was markieren kann. Cobblestone sollten wir ja dann schnell genug und mehr als genug bekommen. Na. So, dann schauen wir mal, ob wir hier lang in unentdecktes Gebiet reinkommen. Das haben wir hier alles schon abgegrast. Ja, hier war die Lava. Da ging es nach oben. Okay, das müssen wir uns mal merken, denn ich glaube, hier unten war jetzt Sackgasse. So ziemlich genau, da habe ich mich hier mal in die verschiedenen Richtungen weitergegraben und dann, hupsala, hier nach oben weiter. Aber, Gottes Willen, ich habe ja hier gar nichts mehr in Erinnerung. Hier war ein Wasserlauf dahinter, weil den habe ich hier, glaube ich, mal dicht gemacht. Nee, aber hier war dann weiter nichts. Dann müssen wir also zusehen, dass wir hier wieder zurückkommen. Hier, den Gravel könnte man abbauen. So, genau. Das war jetzt hier unten lang. Genau, die enge Kreuzung da. Hier war die Lava. Hier geht's hoch. Mal sehen, dass es da auch wieder runter ging, denn ich glaube, wir sind ja in dieser Höhle hier. Ach, hier war auch nichts mehr. Hier habe ich nur Suchgrabung gemacht. Okay. Da war nichts mehr. Zack, 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 zack. Ging das am Ende doch noch einen ganz anderen Weg? Hier ist wieder. Zack, ab nach oben, da ist der Schacht. Okay. So. Hier sind wir runter. Und hier hinten war nichts. Nee, wir mussten. Wir mussten hier runter. Und dann aber. Da lang. Nicht, da lang nicht. Das war irgendwie was. Kleines, verzwicktes, was gar nicht so danach aussah, habe ich das dumpfe Gefühl. Hier in die Richtung. Ich glaube,
Ja, ich glaube, in die Richtung sind wir weiter. Ich schaue noch mal nach, ob wir. Jawohl, hier war soweit alles okay. So, da haben wir. Da haben wir hier mal wieder. Aha, okay. Ein freundlicher Zombie. Der Haken ist nur, wo ist er? Jetzt ist er nicht mehr zu hören. Okay, hier war also auch Sackgasse. Dann bin ich mal gespannt. Jo. Hier ist eindeutig Zombie zu hören, aber nicht zu sehen. Die Frage ist nur, wo kommt der her? Okay, Jungs, ich höre euch immer noch. Okay, das sieht schon mal nach Eisen aus, das ist doch schön. Aber Zombies sind hier nicht mehr zu hören. Okay, hier sind sie wieder zu hören. Dann versuchen wir es mal in die andere Richtung. Ah, das sieht mir nach Höhle aus und da haben wir auch schon die Zombies. Kleinen Moment, ich mache uns mal ein bisschen Licht hier. Da sieht man schon die freundlichen Herren. So, da haben wir einen weg. Okay. So, dann bringen wir hier nochmal ein bisschen Licht in die Angelegenheit. Und ja. Das sieht ja mal wieder gut aus. Muss ich mal so sagen. Da haben wir doch wieder hier jede Menge zu entdecken. So, ich mache uns hier mal den Durchgang ein bisschen weiter, dass wir den später auch wiederfinden. Zack, 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 zack. Kaloppel, kaloppel, kaloppel. So. So, das sammeln wir hier alles ein. Na Leute, das sieht doch wieder vielversprechend aus. Da unten war ja auch noch, geht's ja auch noch weiter. Okay. Aber erstmal schauen wir uns hier weiter um. Okay, das scheint aber nur eine große Kaverne zu sein. Nicht uninteressant. Wir holen uns hier auf jeden Fall noch die Kohle raus. Schauen wir vielleicht. Ist da dann doch noch was drunter oder mehr dabei? Hat mich mein Höhlenriecher doch wieder nicht getäuscht. So, das scheint hier aber erstmal so weit zu sein. Es ist auch nichts mehr zu hören. So, machen wir hier noch ein bisschen weg. So, und dann ging es ja noch hier lang weiter, aber hier ist auch nichts mehr. Sieht so aus, als ob wir die Höhle doch erforscht haben. Das kann doch eigentlich nicht sein. Denn ich meine, wir waren hier doch auch teilweise richtig tief drin.
So mit Lava und Gold und so. Auf dem Level. Oder irre ich mich da? Hier haben wir uns mal einen Turm nach oben gebaut, damit wir rauskommen. Oder war das... Schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Momentchen mal, das sieht doch wieder anders aus. So, hier. Ist das jetzt der Schacht nach oben oder war das jetzt hier so ein Zwischenschacht? Nee, das war noch ein anderer Schacht, den wir hier gerade entdeckt haben. Auf jeden Fall, Ah, da geht's noch weiter ins Dunkel. Wusste ich's doch, dass wir hier noch was haben. Ah, da bewegt sich was. Das ist ein Zombie. Auch hier eine Menge Kohle, Eisen dabei. Sehr schön. So, die holen wir uns erstmal hier raus. Ich weiß jetzt absolut nicht mehr, wie wir hier hinkommen oder wie wir von hier aus wieder nach oben kommen. Aber egal. Na, Bursche. Zack. Zack. So, da ist schon noch einer. Und. Och ja, da geht's wieder weiter. Da verzweigt es sich. Da ist noch ein Skelett. Irgendwo im Busche. Okay. Das war, glaube ich, das Skelett. Teil des Skeletts. Okay. Lass mal hier so ein bisschen ausleuchten. Da geht's nach oben. Okay, hier haben wir eine Sackgasse. Heieieiei. Ach ja, da haben wir ja wieder was zu tun. Ihr seht schon wieder, das verzweigt sich hier. Also. Aber erstmal holen wir uns hier ganz genüsslich die Kohle. Aus Wand und Decke. Zack, zack. So. Und dann schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Na komm schon. Zack, zack. Und hüppli hüpf. Das sieht mir nach einem großen Raum aus. Nach einem sehr großen Raum. Nochmal so eine schöne Kaverne hier. Ist ja... Und hier geht's nochmal weiter. Okay, aber... Wir holen uns dann erstmal hier das Material aus der Wand. Deswegen sind wir ja schließlich hier. So, ein bisschen Eisenerz. Ach, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Da ist noch mehr, das ist doch richtig schön. Eisen kann ich nämlich gebrauchen. Da bin ich nämlich ein bisschen knapp. Also jetzt hier nur vor Ort im Vor liegen ja noch drei oder vier Stacks mindestens, ganz zu schweigen von dem, was also in Neptuns Tank da noch auf Lager ist. Aber... Na, nutze halt lieber die Ressourcen vor Ort, anstatt hier um die halbe Welt zu gondeln. So, ist da oben noch mehr Kohle? Nö, sieht nicht so aus. Haben wir
wir das auch hier soweit. Dann können wir hier weiter. Okay, das sieht gut aus. Hier ist dann nämlich nichts weiter. Also es ist ja wirklich immer wieder erstaunlich mit den Höhlen hier, dass man sich hier nicht öfter auf die Fresse legt, wollte ich gerade sagen. Oder müsste ich jetzt eigentlich sagen, weil so hier, zack, 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 das haben wir erledigt. Deswegen machen wir auch hier einfach mal die Wände glatt. Ein bisschen Cobblestone kann man immer gebrauchen. Und dann zimmern wir uns hier gleich nochmal einen schönen Aufstieg. So. Kommt hier auch noch ein bisschen Licht hin. Söderle, dann geht's weiter. Denn hier runter noch mehr Gang, noch mehr Höhle. Hier sehe ich Kohle. Och, Leute, guckt euch das mal an hier. Da hinten ist Eisen, da hinten verzweigt sich das noch. Jede Menge Kohle. Och, Leute, das wird wieder mal eine Tour, die sich richtig lohnt. Oh, wie gut, dass ich also hier eine frische Diamantspitzhacke dabei habe im Handtäschchen. Ja, man sollte ja nie ohne aus dem Haus gehen. Man weiß ja nie, was einen so erwartet. Sedale. Zack, zack. Das holen wir uns hier alles. Da holen wir uns auch die Kohle raus. So. Füllen das hier wieder ein bisschen auf. Zack, zack. So. Na, ein bisschen Licht packen wir uns hier auch noch hin. So. Und dann geht's hier weiter. Lass mal nochmal ein bisschen umgucken. Und dann zack, 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 zügig die Kohle rausgeholt. Nicht, dass wir hier noch eine böse Überraschung erleben. Okay, ist ja alles so ruhig, ist ja auch nichts zu hören. Also kann uns höchstens ein Creeper erwischen. Und den hören wir dann schon, ne? Wenn es zwar auch vielleicht ein bisschen zu spät ist, aber so, hier ist wieder ein bisschen dunkel. Mache ich auch mal ein bisschen Licht für euch, damit ihr seht, dass es hier mit dem Kohleflöz noch ein Stück weiter geht. Zack, zack, zack. So, dann, ich putze mir mal kurz die Nase. So, 2 Stunden später. Nee, ganz so lange hat es doch nicht gedauert. Ja, ich hatte ja im letzten Video angesprochen, dass die Viewerzahlen doch so stark abgesunken sind in letzter Zeit und ich mir das nicht erklären kann. Höchstens damit, dass vielleicht Ferien sind, aber dass da gleich die Hälfte meiner Zuschauer abhaut, finde ich gar nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob und was ihr da inzwischen für Erklärungen gefunden habt. Mich beschäftigt das natürlich, weil ich mir einfach frage, was da los ist. Ja, meine Abonnentenzahlen entwickeln sich ja erfreulicherweise weiter, aber es wäre natürlich schade, wenn sich hier jetzt Stammzuschauer, die halt schon eine Weile dabei sind, da unten sieht es nach Lava aus, wenn sich also Stammzuschauer, die hier schon eine ganze Weile dabei sind, wenn die sich also so einfach so verabschieden würden, das fände ich natürlich schade, klar. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegen könnte. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir da was raus. Wenn wir gemeinsam drüber nachdenken. Ach, und da unten ist Lava. Und da müssen wir dann auch mal sehen, wie wir da heile runterkommen. Aha, schauen wir mal.
Hier am Rand, ich glaube, da am Rand ist es am erfolgreichsten. Und hier mit der Kohle muss ich schon aufpassen, wenn ich mir die holen will. Nicht, dass da auf einmal ein gähnender, ja, Abgrund ist. Also hier ganz vorsichtig. Okay, da geht's rein. Dann kann ich mich hier einmal rundum klopfen. So, und ja, den hier. Schauen wir mal, wie es da lang aussieht. Oh, da sehe ich Diamanten. Och, ist das schön, ist das schön. So, schauen wir mal, ob und wie wir hier runterkommen. Ich glaube nämlich, dass das dann doch in die Richtung hier am günstigsten ist. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Schön, 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 schön. Und Kohle haben wir hier auch noch. Und Eisen liegt da hinten, habe ich gesehen. Und ach, klasse. Mensch, Leute, also. Eine Wahnsinnshöhle haben wir hier. Das ist ja nicht zu glauben. Ja, wenn man es nicht sehen würde. Immer noch erfreulicherweise wenig Monster. Also ich habe hier noch keinen Creeper gehabt. Ich will es ja nicht beschwören. Ja, man könnte fast denken, ich spiele hier auf Peaceful, aber ihr habt es ja gesehen, ist nicht. So, da setzen wir auch mal eine hin. Und ach ja, da haben wir hier schon den Abstieg geschafft. Ich mache mir hier mal schnell noch ein paar Fackeln. Kohle ist ja mehr als genug da. Zack, 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 zack. So, das sollte wieder für einiges reichen. Zwei Stacks Kohle haben wir hier schon rausgeholt. Drittel Stack Eisenerz. Also. Und ja, jetzt kommen auch noch die Diamanten. Erstmal machen wir hier Licht an der Wand. Und dann. Zack, zack, zack. Och, da ist noch einer dahinter. Da ist noch einer dahinter. So, 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 so. Da ist noch einer. Schön, da oben sitzt ja auch noch einer. Klasse, 7 Diamanten. Geil. Und da hinten ist noch einer. Ist das irre. So, den Eisenblock kann ich weghauen. Scheiße. Okay, für sowas haben wir halt eben auch Gravel dabei. Dass wir uns hier. Na, wie tief ist denn die Lava hier? Vier Felder tief Lava, weia. Ja. Dann wollen wir natürlich gucken, wie wir an den Diamanten da rankommen. Ohne Dingens, ne? Ihr wisst schon, ohne dass der uns verbrutzelt. So, wir machen mal. Na, zack, da oben Licht. So, dann frische ich hier mal meine Gravelvorräte ein bisschen auf, denn ich glaube, die werde ich brauchen. Und, haha. Da befährt sich natürlich jetzt mein Wassereimer, den ich hier immer mit mir rumschleppe. So. Und schon ist die Lava ein erheblich kleineres Problem. So. So. Ist natürlich dran denken, unter dem Diamanten ist natürlich noch Lava. Ja, da sieht man's. So, die werden wir auch mal. So, und jetzt sollte der Diamant gut abzugreifen sein, ohne dass ich mir hier die Füße verbrenne. Nee, immer noch nicht. Jedenfalls nicht so weit. Kann ich da Gravel reinhauen? Kann ich da nicht?
Dann. Machen wir es noch mal richtig wie die Archäologen. Und legen den mal rundum frei. Und jetzt, ja, sollte ich schnell genug sein. Acht Diamanten, da ist es. Ja. So, klick. Haha. Schönes Manöver. Und eine herrliche Ecke jetzt hier unten. Natürlich gefährlich. Mit der Lava muss man aufpassen, wo man hintritt. Da hinten läuft noch Wasser. Redstone liegt hier auch noch rum. Jo, vier. So. So, dann werden wir hier uns Gravel holen. Damit wir also auch. Ach. Damit wir da nicht unnötig. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen hier. Drei. Okay. Lava. Hier wenigstens dicht machen. Da. Eieieiei. Ist das hier eine Höhle? So, geht's da hinten weiter? Ja, da hinten sehe ich noch Lavafall und Höhle. Das scheint aber dann auch von. Wah! Sag mal, das ist doch. Zack. Man muss hier sowas von aufpassen. So, und wenn ich hier was genug habe, dann ist das Lava. Deswegen kann ich den Zufluss da verstopfen. Och, und hier haben wir Gold. Nee, das ist Eisen. Okay. Aha. Irgendwo meint hier auch noch ein Zombie rumtoben zu müssen. Das ist natürlich hier extrem gefährliches Terrain. So, ich baue mir mal hier eine kleine Brücke, damit ich auch den Lavafall da oben zustopfen kann. So, mit den Fackeln nicht lang fackeln. Und vor allen Dingen nicht zu sparsam sein. So, zack. Eisen, Popeisen. Zack, da haben wir noch Eisen. Und Redstone. Holen wir uns auch noch. Also ist ja doch wieder mal ein richtig ergiebiger Höhlentrip hier geworden. So, warten wir da hinten noch, bis die Lava abflaut. Zombie? Ah, okay. Also entweder hängt hier hinter einer Wand wieder eine Höhle oder. Schauen wir mal. Jedenfalls mit, was ich kriegen kann. Wieso fließt denn der hier nicht ab? Wieso wird denn der nicht weniger? Kommt da mehr raus? Ist da noch ein zweiter? Zack. Ja. So. Okay, jetzt wird das hier langsam was. So, Redstone.
Brauchen wir, klar, mindestens um Dynamit zu zünden, neuerdings, also TNT. Na, das geht ja nicht mehr durch einfaches Anditschen, sondern das braucht eine richtige Zündschnur. Finde ich ein bisschen schade, aber ist natürlich gut, sicherer. Allerdings musste man halt vorher eben aufpassen, richtig mit TNT, und heute kann man das halt wieder entschärfen. Ich weiß nicht, also ich habe mir da noch nicht allzu viel kaputt gesprengt durch den falschen Einsatz von TNT. Das haben meistens Creeper dann für mich besorgt, das kaputt sprengen. Ja, da nach hinten geht's noch weiter. Ach, okay. Ich weiß natürlich ganz genau, dass ich nur schwer wieder hier nach unten finden werde, wenn ich mich jetzt nach oben mache. Deswegen buddel ich hier jetzt einfach mal weiter, obwohl ich weiß, ich habe hier 8 Diamanten im Gepäck, und um die wäre es halt extrem schade. Ich kann hier natürlich auch nicht eine Kiste hinsetzen, weil ich halt den Ort hier nie wiederfinden würde. So gut kenne ich mich. Ah, so, und deswegen werde ich hier mal die Lava erstmal ablöschen. So, und da hinten hat mir das ja schon ein Wasserfall abgenommen. So, jetzt ist hier natürlich dunkel, aber Fackeln sind ja kein Problem. Das ist ja alles da. Das haben wir ja auf Tasche. So, und hier scheint es aber. Okay. Doch zu Ende zu sein. Wird auch mal wieder Zeit, das Näschen zu putzen. Ich weiß, ihr hört das. Aber. Ach, klasse, da geht's weiter. Ach, Leute, ey, ist das eine Höhle? Kaum zu glauben, wa? Dabei hat die so klein und unscheinbar angefangen. Und dann schaut mal, was wir hier alles rausgeholt haben. Kohle in rauen Mengen. Nicht nur die 2 Stacks jetzt hier, sondern auch. Zack, zack. Auch bei den ersten Touren war ja bei jeder Tour mindestens ein, 2 Stacks Kohle dabei. Okay, da drunter ist Lava. Kriegen wir den irgendwie? Da kriegen wir den. So. Okay, hier scheint das aber dann soweit dicht zu sein. Ich höre nur noch die Zombies röcheln. Also tut mir leid, Leute. Irgendwo hier in der Nähe müssen sie noch mal sein. Schauen wir mal, ob sie sich hier hinter dem Eisenerz verstecken. Ja, wie tückisch wie sie sind. Da ist nix. So, mit der Kohle hier. Oder vielleicht sind die auch direkt über mir, so wie sich das anhört. Schauen wir mal weiter. Mit der Kohle hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen lasse ich die untere Schicht erstmal liegen. Obwohl, die müsste ich eigentlich. Jawohl, die müsste auch noch weggehen. Sehr schön. Okay. Der da wird wieder gefährlich. So, dann hauen wir hier noch ein bisschen Erde weg. Damit hier ein bisschen Licht und Durchblick reinkommt. Du kommst auch weg. Dann wissen wir schon den Platz für die nächste Fackel. Dahin. So, ach Mensch, wir überziehen einfach mal ein bisschen heute. Soll ja keine. Okay. Der war zu erwarten. Nur die Frage, da geht es nicht weiter, und hier ist noch. Oh, Gold! Gold! Schön, 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 schön.
Kohle haben wir hier noch. Auch wieder ein schöner großer Flöz. Da ist noch mehr Gold. Sehr schön. Was wir hier nicht alles finden. Also alles, was das Herz begehrt. Da geht's weiter. Und da sind wahrscheinlich auch die Zombies. Ah ja, okay. Da haben wir den Unruhestifter. Ah, okay. Hier ist aber zu schmal, da kommt nichts durch, außer wir nachher, wenn wir uns den Durchgang erweitern. Hier ist die Lava, die mir so die ganze Zeit die Probleme gemacht hat. Und zack, zack, holen wir uns hier noch den Rest Kohle. Haben wir hier einen sauberen. Ah ja, gut, okay. Der Rückweg wird eh ein anderer sein, glaube ich. So, dann... zack, loomen wir mal hier vorsichtig durch. Langer Gang, okay. Ah ja, und hier also Ende Gelände. Dann... zack, nehmen wir hier noch das, den Redstone mit. Ach, der geht auch noch weiter in die Tiefe. Okay. So. Na komm schon. Okay. Ja, ich glaube. Dann haben wir es. Haben wir es hier jetzt aber, wollte ich gerade sagen. Und was sehe ich? Gold. Also. 3, 4, na klasse, ist ja. So, was haben wir hier in dieser Höhle eigentlich noch nicht gefunden? Muss ich mal fragen. Ich glaube, ja, Schafe, Hühner und so weiter, ne? Das fehlt hier noch. Obwohl oben am Eingang ist uns da ja auch so einiges begegnet. Ich grabe jetzt hier einfach mal noch so ein bisschen rum. So, okay, dann haben wir hier durch, hier durch, hier durch. Hier ist auch alles zu hören. Ist hier jetzt auch nichts mehr. Dann denke ich, ups, ist es Zeit. Mal nach dem Rückweg zu schauen, beziehungsweise nochmal zu schauen, ob wir nicht noch irgendwo unentdecktes Gelände haben, ob wir irgendwo noch was versehen haben, so ein kleines Loch oder sowas. Ach, hier ist nichts. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. So, da hinten ist... nichts zu sehen. Da müsste man höchstens mal in die andere Richtung gucken. Hier außer dem Lavasee. Da ist in die Richtung. Ne, da waren wir ja. Da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Da oben ist noch die Kohle. Die können wir dann aus der Wand rausklopfen, weil wir jetzt hier unten gesichert haben. Meine Herren, also, das hat sich ja mal wieder richtig gelohnt hier. Nicht mit dem Bogen aus der Wand. So. Das hat sich aber wieder richtig gelohnt. Kohle, Eisen, Gold, Diamanten, Redstone. Was kann man mehr von einer Höhle erwarten? Monster hatten wir dabei. Ein paar Zombies. Ja, Skelett war dabei. Von Creepern sind wir verschont geblieben. Also ist doch bombfortunös. Ja, Obsidian auch noch dabei. Lava, Wasser. Also. Heieiei. Okay, dann wollen wir mal sehen,
ob wir jetzt auch noch irgendwie einen Ausgang finden. Genau, da war ja zu Ende. Da müssten wir hier lang. So, schauen wir mal, ob wir hier wieder rauskommen. Aha, hier haben wir Eisen liegen lassen. Sieht uns gar nicht ähnlich. Und so viel vor allen Dingen. Und noch mehr. Meine Fresse. Und da ist ja noch eine Schicht drunter. Ist ja. Und noch eine. Ist ja kaum zu glauben. Ah, und ich höre schon wieder einen Zombie. Und da ist wieder Kohle. Ach, ich nagel mich hier von Ressource zu Ressource durch den Boden. Das ist ja kaum zu glauben. Ach. Also mit Absicht hätte man das hier kaum besser machen können. Muss ich sagen. Und wir ziehen jetzt einfach mal durch, auch wenn das wieder eine Stunde wird oder eine Dreiviertelstunde oder was weiß ich. Wir ziehen das jetzt hier durch. So. Gottes Willen, habe ich mich hier runtergegraben. So, dann sehen wir mal zu. Ja, okay. Gehen wir in die Richtung raus. Zack, 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 zack. Heieiei. So, das war hier. Aha. Da geht es auch nach oben. Und ich glaube, ich habe da noch Kohle gesehen. Oh nee, Leute. Die können wir doch nicht liegen lassen, ne? Da machen wir uns hier mal ein bisschen Licht hin und dann, ja, ne? Machen wir uns hier daran, Kohle abzubauen. Ach nee, ey. Also wenn man es nicht gefilmt hätte, würde einem das keiner glauben, ne? Glaube ich. Heieieiei. Okay, hier oben ist dann aber Ende. Das heißt, wir buddeln uns hier wieder klick, 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 klick nach unten. So, warte mal, wo ging es denn da lang noch weiter? Sieht mir das hier irgendwie vielleicht ein bisschen bekannt aus? Glaube, die Schwelle kenne ich hier vielleicht von irgendwoher, aber so richtig. Also so, hallo, du bist gleich zu Hause, sagt hier gar nichts. Und hier ist schon wieder duster. Sprich, unbekanntes Gelände. Noch Kohle, klasse. Ist. Eieieiei. Okay, den Gravel holen wir uns hier auch nochmal. Mit Flintstone, mit allem drum und dran. Die Kohle lassen wir hier natürlich nicht in der Wand versauern. Die wird ja sonst schlecht. No. Wisst doch alle, wenn man Kohle zu lange liegen lässt, dann wird die schlecht. Ach so, und zack, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, Leute, also irgendwie. Und da oben ist noch Eisen. Das nehmen wir doch glatt mit. Da oben ist noch mehr Eisen. So. Haben wir es dann? Ja. Huch, habe ich da was vergessen? Nö. Ja. Ah ja, doch, das sieht mir hier doch auch so aus wie der Schacht. Hey, klasse. Das wäre doch jetzt schön. Nee, das ist aber nicht der Schacht. Das ist ein anderer Schacht.
Nicht, dass jetzt Schicht im Schacht ist, aber... Upf. Das sieht mir so aus, als kämen wir hier gut nach oben durch. Ja, das wäre doch mal was. Nutzen wir halt hier den Notausgang. So, hier habe ich Erde über dem Kopf. Das trifft sich gut. Nicht, dass es mich hier dann auf einmal wegschwemmt. Hier ist Sand. Das heißt, ich gehe mal hier einen tiefer, damit ich nämlich hier schön ja, da kommt okay, ja, jetzt ist es natürlich hier dunkel, weil Fackel weg. Ja, machen wir da mal Licht. Okay, draußen ist es auch noch Nacht. Ist nur die Frage, wo wir da rauskommen. Aber das sieht mir so aus, als ob in die Richtung dann das Land ist. Machen wir hier mal provisorisch zu, wollte ich gerade sagen. Und bum, 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 bum. Ja, hier kommt Sand runter, okay. Und da kommt Wasser. Ist also auch nicht richtig die Ecke. Umpf. Also irgendwie scheint also hier der Meeresboden zu sein, unter dem ich hier bin. Dann versiegle ich das Ganze mal hier mit Cobblestone. Sicherheitshalber. Da kommt Sand, da kommt Sand, da kommt Sand, da kommt Wasser. Okay. Nein, ich will hier nicht runtergespült werden. Wenn wir in die Richtung probieren. Da kommt Kohle. Das ist doch auf jeden Fall eine Richtung, in die wir gerne gehen. Ne? Immer der Kohle nach. Die nehmen wir doch gerne mit. So, Sand heißt, hier wäre noch Strand. Da ist auch noch Strand. Da ist auch noch Strand. Da ist auch noch Strand. Machen wir mal hier. Aha, da ist auch nochmal Wasser. Aber, zack. Ich denke, ich versuche es jetzt einfach mal. Lass mal sehen, wo wir da rauskommen. So. Ach ja, und so wie es aussieht, mitten im Wasser, da ist die Insel mit meinen Seezeichen. Ja, okay, und hier sieht man also dann auch noch nachts den Schimmer durch. Da ist die Insel, da ist Hause, da marschieren wir jetzt hin. Ja. So, Leute, ich werde hier jetzt noch ein bisschen übers Wasser laufen. Und, ja, zu Hause alles entsorgen. Was haben wir denn hier so alles gerafft? Jo, 8 Diamanten, 8 Golderze, 51 Eisenerz. Halleluja, das ist doch eine Beute. Da kann man sich wahrlich nicht beschweren. So, da, ne? Marschieren wir mal. Da hinten ist nix. Hier haben wir auch Ruhe. So, da oben toben jetzt zwar noch Skelette rum, aber hier in den Hafen rein, da ist ja Gott sei Dank alles ausgeleuchtet. Und da kommen wir auch sicher nach Hause. Komm schon, Kiste, mach hin hier. Ja, Rüstung noch alles intakt. Schön, 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 schön. So, hier sieht's auch gut aus. Ach ja, und wir kommen nach Hause und es fängt an zu regnen. So, dann verziehen wir uns hier mal in die Hütte. Zack, und... Ach ja. Geil.
Was für eine Tour, was für eine Beute. 8 Diamanten, 8 Gold, knapper Stack Eisen, 1, 2, 3 Stacks, gute Stacks Kohle, knapper Stack Redstone, also reiche Beute wieder einmal gemacht. Ich werde das hier jetzt alles noch in die Öfen verfüttern und wegstauen den ganzen Krempel. Und beim nächsten Mal sehen wir dann weiter. Bis dahin, adieu mit Ö.